Hallo Camper, es geht für uns wieder los. Nach ungefähr 3 Monaten, die wir zu Hause waren, das Wohnmobil nicht weiter bewegt haben, starten wir wieder Richtung Süden. Wir freuen uns auch drauf. Wir verlassen bei uns jetzt das Gelände. Wir haben Mittwoch und fahren in Richtung Spanien. Wir haben nur einen angedachten Plan. Keinen richtig festen. Für uns ist das besser. Bisher hat ein richtiger Plan bei uns noch nie richtig geklappt. Wir biegen bei uns auf die Kreisstraße ab. Hier war eben rechts zu sehen nochmal der Stellplatz in Steinhude. Für die, die ihn kennen, sehen, da hat es eine Veränderung gegeben. Zur Straße hin gibt es einen Wall, sodass der Platz jetzt auch ein bisschen geschützt ist. Es geht für uns in Richtung Dortmund zunächst. Aufgrund der Verkehrslage haben wir uns entschieden, über die A2 Richtung Bielefeld zu fahren. Von dort dann über die A33 und A44 wieder auf die A7 Richtung Süden. Das ist dann südlich Kassel. Hier passieren wir bereits den Frankfurter Flughafen, sind also auf der A5 unterwegs. Eigentlich wollten wir bis Bühl, da gibt es einen neuen Stellplatz von Campingcar Park. Das ist der erste in Deutschland, den wollten wir euch dann vorstellen, aber aufgrund der Verkehrslage und des Wetters, wir hatten durchgängig Regen, war ich dann doch ein bisschen geschafft, so dass wir wieder in Ladenburg gelandet sind. Hier nochmal ein paar Bilder von Ladenburg, die Entsorgungsstation. Da in der Hütte kann man nachmittags jemanden antreffen. Es hat sich eine Veränderung gegeben. Mittlerweile steht da ein Automat. Hier ist er zu sehen. Da bucht man sich ein, sagt, wie viele Tage man da bleiben möchte und bezahlt. Das ist die Quittung, die dabei rauskommt. Wir sind eine Nacht da gewesen und am nächsten Tag wollten wir dann bis in Höhe Lyon. An der A42 wollten wir abbiegen, auch zu einem Stellplatz von Campingcar Park. Wir sind also am nächsten Morgen wieder auf die A5 Richtung Süden aufgefahren. Unser nächstes Ziel ist Neuenburg, das ist kurz vor der Grenze nach Frankreich rein. Da tanken wir immer. An der Tankstelle gibt es auch einen Parkplatz. Da machen wir dann eine kleine Pause, bevor es dann die rund 4 Kilometer für uns weitergeht, bis über die Grenze nach Frankreich rein. Hier sind wir bereits an der Abfahrt nach Frankreich. Wir überqueren den Rhein. Hier ist die Grenze. Von dort aus sollte es dann gehen bis in Höhe Lyon, wo wir auf einen Platz von Campingcar Park fahren wollten in Saint-Phubas. Für uns war es aber nicht möglich, den Platz zu erreichen, da der gesamte Ort nur bis 3,5 Tonnen befahrbar war. Naja, es ging dann also weiter. Wir wollten dann erstmal nur bis südlich Lyon. Gelandet sind wir aber dann schlussendlich doch in Chusselon. Da haben wir die Nacht dann zugebracht und am nächsten Morgen sind wir dann bis Playa de Haro gefahren. Wir wollten mal gucken, ob wir da doch noch irgendwo mal wieder unterkommen können. Silvia, wir sind Playa de Haro. Jo! Wo müssen wir lang? Leider auch. Immer der Nase lang. Irgendwie in die Häuser fluchten. Also hoffentlich bald. Wir müssen uns noch nicht mal in den Hafen stellen. Das hört keiner, weil wir Gegenwind haben. Egal, mich hört man überall. Wir stehen in irgendeiner Straße und da stehen auch andere noch, also was soll's. Wir haben uns einfach unter Wohnmobile am Fahrbahnrand gemischt. Genau. Vielleicht fallen wir nicht auf und das sieht keiner. Gibt schon wieder Probleme, die man nicht versteht. Es windet ungemein. Und Frau will unbedingt ans Wasser und da Kaffee trinken. Ich würde mich ja hier irgendwo hinsetzen in die Sonne und Kaffee trinken. Und nicht den Sturm suchen.
oben auf dem Zug. Jetzt gucken wir auf deine Eisdiele. Wir haben uns jetzt auf eine Eisdiele geeinigt. So, nach 3 Tagen. Vor 3 Tagen habe ich noch die Webcam von Playa de Haro angeguckt, wo sie da immer hier schön lang gegangen sind. Und jetzt bin ich selber da. Ja, das musste ich mir öfter ansehen, die Webcam. Ist sie hier schon? Sorry, oder? Ja, hier draußen sitzt keiner, wahrscheinlich wegen der Tauben. Nee, das ist noch eins weiter. Ja, hätte ja sein können, dass du flexibel bist. Nee. Ja, dann müssen wir noch ein Stück hoch. Die Geschäfte haben zum Teil geschlossen, weil noch Siesta ist. Aber dafür sind die Cafés, Restaurants, was draußen angeht, eigentlich gut besetzt. Ist auch das richtige Wetter. Da ist auch die Temperatur 14 geteilt durch 53. Muss man selber ausrechnen. Kommt nicht, kann man nicht sehen. Ja, kommt bestimmt. Davon leben die. Apotheke, die Pharmazie. Und 1454. So, Silvia ist in den Eisladen abgebogen. Sie meinte, ich muss hinterherkommen, damit ihr seht, was es hier alles so gibt. Wahnsinn. Willst du hier oder nicht? Das ist eine Disco. Da sitzen ja welche drin, die machen ja wohl jetzt keine Disco. Also Wischel war. Also. Will er jetzt da parken? Ich will richtig rum in der Einbahnstraße. Silvi und das Meer. Hat auch gleich wieder Gas gegeben, wenn sie sonst auch schlecht laufen kann. Ich habe also auf dem Weg hierher jetzt von ihr nur eine Heckaufnahme. So, und in die Richtung geht es nach Italien. Hä? Und dann nach Frankreich. Ja, das ist mir doch zu hart, Schatz. Ich kann nicht besonders was. Wenn ich dran denke, dieses hier war früher einfach nur ein unbefestigter, riesiger Parkplatz. Das ging dann los. Zur Olympiade in Barcelona 1992. Da haben die ersten Arbeiten dann hier stattgefunden. Zum Beispiel dieses Gebäude da sollte sowohl so was ähnliches wie ein Kongressgebäude sein. Und in dem Zuge ist ja auch der Hafen hier im Playa de Haro entstanden. Da gab es vorher keinen. So, wenn wir jetzt geradeaus rüber gehen, hoffen wir, dass wir unser Wohnmobil wiederfinden. Wir haben unser Wohnmobil wieder gefunden und am nächsten Morgen ging es dann Richtung Spätzle Fritz. Hallo Camper. Wenn ihr so richtig seht, wir sind jetzt Spätzle Fritz angekommen.
warten hier auf Silvias Bruder. Der wird auch bald eintreffen und da wollen wir hier einen gemütlichen Abend verleben. Er fährt Richtung Norden und wir Richtung Süden. So, hier packt jetzt einer ein und dann machen wir hinterher noch mal weiter. Ja, unsere Tour ist ja ein bisschen anders gelaufen, wie wir angedacht haben. Eigentlich wollten wir uns ja mit Silvias Bruder schon in Chausselon treffen. Das hat dann nicht funktioniert. Deswegen sind unsere Wege ein bisschen anders geworden, hier im südlichen Bereich. Und ich könnte mir vorstellen, morgen legen wir hier einen Ruhetag ein und ich kriege zweimal gutes Essen. Muss ich aber erst noch verhandeln mit Silvia. Und dann würde ich wohl den Film fertig machen können. Und auch hochschicken. Denn jetzt bei dem, was wir gefahren sind, da bin ich also nicht dazu gekommen. Wir sind am Mittwoch in Steinhude gestartet und haben jetzt hier Samstagmittag Spätzle Fritz, also Wiener Ross. Es hat dann auch soweit geklappt mit dem Treffen mit Silvias Bruder und ihrer Schwägerin. Wir haben abends wieder sehr gut dort gegessen. Es gibt nichts zu beanstanden, im Gegenteil. Am nächsten Tag ging es dann doch schon weiter in Richtung Benidorm, unserem nächsten Ziel, eigentlich dem ersten richtigen Ziel. Dort wollen wir uns treffen mit Taxi Theo und Manuela. Die halten sich auch gerade hier unten auf. In Benidorm bleiben wir ungefähr eine Woche. Für die, die es kennen, das hier ist ein neuer Kreisel entstanden in den letzten 2 Monaten. Der befindet sich in Höhe der Autobahnunterführung zwischen Spätzle Fritz und Autobahn. Ich möchte hier aber nochmal kurz zurückkommen auf Playa de Aro. Dort gab es ja auf einem unbefestigten Platz die Möglichkeit, diesen als Stellplatz kostenfrei zu nutzen. Da gibt es nichts mehr. Dort wird jetzt gebaut, also Playa de Aro hat derzeit keinen Stellplatz. Man kann dort nur auf die Campingplätze, die sind aber eher weniger geeignet für Fahrzeuge, die ein bisschen größer sind. Also für uns ist da im Prinzip gar nichts mehr bei. So, hier kommen wir unter der Autobahnbrücke durch, hier der letzte Kreisel, bevor es dann wieder auf die Autobahn geht. Unsere Fahrt, wie gesagt, geht ja weiter jetzt in Richtung Benidorm, das sind rund 300 Kilometer. Da werden wir dann einen eigenen Bericht machen über den neuen Stellplatz, den wir aufsuchen in Benidorm und auch über das, was wir da gesehen haben. Wir hoffen, der Bericht war für euch, auch wenn es eigentlich nur die direkte Fahrt war, doch hier und da ein bisschen informativ. Auf den Daumen hoch, dass er weiter bei uns bleibt, unseren Kanal vielleicht sogar abonniert, das würde uns sehr freuen und dass wir uns dann wiedersehen. Bis dahin wieder ein freundliches Tschüss!